think that I'm a freak when I'm talking to myself. But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing alone. But it's like I couldn't see straight on my own. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Leider habe ich heute keinen dabei, der ein bisschen von außen Aufnahmen macht. Das ist schade. Aber muss so jetzt auch gehen. Vielleicht mache ich ja morgen oder so noch ein paar Aufnahmen. Übrigens habe ich meinen neuen Helm auf. Den hat mir der Ben von Helm & More gesponsert. Richtig geil. Also vielen Dank, Ben. Shure X-Spirit 3 ist es. Ist im Vergleich zu meinem alten, mit dem ich ein paar Mal gestürzt bin, um Welten geiler, also wirklich Aerodynamik, Luftdurchlässigkeit und ich sag mal so, Windgeräusche sind fast keine mehr da, das war beim alten viel heftiger. Und Passform, ich habe halt einen Shure-Kopf irgendwie. Also wenn ihr mal einen Helm braucht oder so, der Ben ist echt eine gute Adresse dafür. Ja, heute geht's um das Schätzchen hier. Das ist der Sportsmart TT. Filme ich überhaupt? Ja. Den hat mir Dunlop freundlicherweise zur Verfügung gestellt, also richtig geile Aktion, Vor- der Hinterreifen. Ich habe dann noch einen Sportsmart Max und Yo M2, was geht? Ja, und den habe ich jetzt draufgeschnallt und bin jetzt mal hierher gerollt und dann ja, teste ich den einfach mal so ein bisschen. Hi, servus. Ja, wie er sich so verhält, natürlich, ich gehe jetzt hier überhaupt nicht ans Limit, weil ich eben nicht auf der Rennstrecke bin, das brauche ich auf der Straße eigentlich gerade nicht. Und die absoluten Schräglagen, da müsste ich viel zu schnell fahren, das mache ich jetzt auch nicht. Da passiert nur was. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Ich finde den optisch, also vom Profil her auch ziemlich geil. Taugt mir auch, wenn das jetzt nicht zur Performance sagt, aber trotzdem. Eine 80er. Sieht ja komisch aus. Aber Leute, ich schwitze wie ein Schwein, ich sag's euch. Es hat 36 Grad. Ist nie mehr feierlich. Weil ich eben so viele Fragen bekomme. Welchen Reifen ich fahre jetzt? Teste ich mal den und bisher bin ich eigentlich schon nicht abgeneigt. Also richtig guter Reifen. Jetzt kommen wieder Kommentare. Ja. Aber der und der Reifen, der hat viel mehr Performance, ja, aber der, das sind dann irgendwelche Rennreifen, die Straßenzulassung haben, die hatte ich auch. Aber Leute, wenn ich dann nur 1000 Kilometer irgendwo fahren kann in den Bergen, ist doch auch scheiße. Ja, jetzt schauen wir mal, was der so kann. Und ich meine, der sollte jetzt schon ein bisschen länger halten als 1000 Kilometer, weil damit hatte ich mit meinem Metzeler Racetech RR, damit bin ich echt 1000 Kilometer, maximal 1500 gekommen, muss ich neue Reifen aufziehen, ist ja auch nichts. Und auf der Rennstrecke fahre ich dann halt eine Rennmischung und Slick meistens. Ja, dann schauen wir mal, wie er sich so einlenken lässt, wie er in der Kurve liegt, wie stabil es ist. Aber ich übertreibe es jetzt nicht, wie gesagt. So, warten wir noch kurz. Mir läuft die Soße runter, ist nie mehr feierlich. Jetzt kommt ein Roller von hinten. Steine. Ja.
echt stabil beim Einlenken und so. Kann man gar nichts sagen. So, schalten wir mal Traktionskontrolle aus. Und ich gehe mal in der Kurve ein bisschen stärker ans Gas. Schau mal, ob der Reifen hinten durchgeht oder nicht. Oder ob er Schlupf hat oder so. Stabil in der Kurve, also ich habe jetzt überhaupt keine Probleme. Machen wir eine Vollbremsung. Ja, passiert gar nichts. ABS war kurz an. Das ist halt das, mei. Hier, die Radien sind so klein, sind so groß, da musst du halt immer viel zu schnell durchfahren, als dass du irgendwo das Knie am Boden kriegst oder so. Ich meine, es ist wirklich heiß heute und ich bin jetzt einmal wirklich Vollgas ans Rad gegangen. Davor hatte ich einen Bridgestone drauf, da hätte ich so pumpendes Hinterrad gehabt, da wäre ich mit einem Slide rausgekommen. Das packt er, das steckt er richtig gut weg. Ich glaube, das harmoniert alles. Was ist das hinten? 255, glaube ich, drauf. Ich würde eben empfehlen, keinen 190er drauf, sondern 200er, wenn 200er legal ist und auf die Felge passt. Weil du hast einfach mehr Fläche in der Schräglage. Ja, ich würde ihn echt gerne auf der Rennstrecke mal probieren. Auch wenn dann wahrscheinlich noch ein paar Runden finito wäre, weil so Straßenreifen, die überhitzen einfach immer auf der Rennstrecke, wenn es warm ist. Aber ich glaube, wenn ein Anfänger den auf der Straße fährt und dann einfach mal so einen Trackday machen will, ein paar Runden fahren, dann reicht der auch vollkommen. Da braucht man jetzt keine heftige Rennmischung haben. Ich denke, das hält ja dann bei etwas langsameren Fahrern dann schon aus. Für die Straße ist der vollkommen richtig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der hält. Wie viele Kilometer ich drauf fahren kann vorne hinten. Das wäre noch interessant. Halt sagen, jetzt fahre ich noch mal eine Runde. Leider ist die Sonne weg. Gut in der Kurve, also ist viel Grip da.
hat echt viel Grip. Ich hoffe, ich habe keine Fliege auf der Linse. Das wäre natürlich super nice. Das Video habe ich eh schon mal gedreht. Und da war die Audiospur dermaßen scheiße. Bremsen für das Pferd. Damit es nicht erschrickt. Der Tunnel, Alter. Soundcheck! Soundcheck! Hier ist eigentlich ganz nice. Ja, das, der hat noch so viel, Alter. Wie gesagt, die Kurven waren jetzt nicht. Die müsste ich viel zu schnell fahren, als dass das was wird. Dass ich den da Richtung Kante fahre. Da ist auch, da seht ihr. Alles Reifen würde ich schön. Schaut euch mal den Reifen an jetzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Auf der GoPro. Aber der hat ein echt schönes Bild. Für das, dass ich ein bisschen zügiger gefahren bin. Da kann man nichts sagen. Also da geht schon noch einiges mit dem Reifen. Jo, Dunlop, wenn ihr Bock habt, dann nehmt mich mal mit. Wenn ihr wieder einen Reifentest habt auf der Rennstrecke, ich glaube, das wäre ziemlich geil. Ich hätte schon Bock drauf. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ich überhaupt jetzt die Reifen testen durfte. Ich finde eh die Arbeit auf Instagram von Dunlop ziemlich geil. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich würde mal sagen, der Reifen ist echt sehr gut für die Landstraße geeignet. Und man kann damit auch ein bisschen angasen und ich denke, der hält auch. Weil am liebsten würde ich mich jetzt erstmal auf den Boden legen. Sieht schon sexy aus. Zack. Und wie ich vorher schon gesagt habe, so das Reifenbild von Profil, auch wenn es jetzt nichts zur Sache tut, also die Optik ist auch nicht schlecht, die taugt mir schon. Jo, übrigens, YouTube, wenn ihr auf YouTube teilweise schreiben mir die Leute, hey, ich sehe, ich kriege keine Benachrichtigung mehr, deine Videos erscheinen nicht in der Abo-Box. Ihr müsst auf diese Glocke neben Abonnieren drücken, weil das Abonnieren alleine zählt fast nichts mehr. Die Glocke ist also die Benachrichtigung, das neue Abonnieren. Weil sonst entscheidet YouTube für euch, was YouTube dir zeigt in der Abo-Box und was nicht. Wenn ihr das unterbinden wollt, klickt bei mir einfach mal die Glocke. Jetzt wisst ihr, wie ich zu dem Reifen stehe. Ist ja auch im Moment meine Empfehlung. Ich fahre den auch gerne weiter, weil ich kriege halt echt jeden Tag so viel Anfragen für Reifen und etc. Wie gesagt, für Landstraße ist der echt top, kann man nicht sagen. Also Leute, oben bleiben. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch oder schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video guckt. Und rock the road. Peace. Make the ground shake.